I'm dreaming in dreams bigger than me. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind wieder zurück mit einem Werk. Habt ihr das gerade gesehen? Das war irgendwie, kommen da gerade ein Staubflocken vorbei. Kann aber nicht sein. Wir machen ganz munter weiter. Staubflocken, könnte man fast denken, wir haben jetzt so lange keine Videos mehr gemacht. Der Kanal hat Staub angesetzt, aber nein, ich denke nicht. Wir haben ein Werk vor uns und zwar eine Bibel, Altes und Neues Testament. Würde ich sortieren, wenn ich die Webseite ansehe, Pfingstgemeinschaft, Pfingstkirche. Und zwar ist es, nennt sich das, die Christianismus-Bibel. Interessanter Name, interessantes Logo, kommt im Karton-Einband daher. Christianismus-Bibel, was ist da so anders dann als an anderen Bibelausgaben? Nun, sie ist sehr, sehr groß. Sie hat einen ziemlichen, so ziemlich schwer. Ich suche gerade mein Lineal. So, bin zurück und habe kein Lineal gefunden. Das ist verrückt. Aber wir haben einen Zollstock. Warum auch nicht? Ein Zollstock. Also 26 cm, die ist sehr, sehr groß und 19 cm breit. Im Vergleich dazu die Großausgabe der Schlachter in Leder. Das ist die Großdruckausgabe. Schlachter in Leder wirkt fast klein daneben. Damit ihr ungefähr mal so ein Gefühl habt, was das hier für ein Schinken ist. Also, Kartonausgabe, Christianismusbibel. Was ist an der so anders? Es sind Kleinigkeiten, die aber dann doch irgendwie ins Gewicht fallen. Und zwar Teil 1, das Alte Testament, nach der Elberfelder Übersetzung von 1905. Das ist die alte Elberfelder Ausgabe. Es gibt ja eine ganze Reihe an verschiedenen Versionen der Elberfelder. Wir hatten ja hier schon einige. Es gibt ja die Elberfelder 1905. Es gibt die Elberfelder CSV Ausgabe. Wir haben die Elberfelder 1985 und wir haben auch die Elberfelder 2006. Das sind alles unterschiedliche Elberfelder-Ausgaben, unterschiedliche Herangehensweise. Und diese Elberfelder-Übersetzung von 1905, sagen Sie sich, haben Sie revidiert und jetzt wird es interessant nach der Septuaginta. Das ist die griechische Übersetzung der hebräischen Bibel. Und danach haben sie die Elberfelder 1905 revidiert. Das Neue Testament, Übersetzung des altgriechischen Grundtextes Textus Receptus nach Beza. Den meisten bei Textus Receptus wird wahrscheinlich eher den Leuten was sagen von den Übersetzungen von Erasmus von Rotterdam, ne, vom 16. Jahrhundert. Das ist ja auch Basis von der King James Bibel. Das hier ist jetzt allerdings der Textus Receptus nach Beza. Die bekanntesten Ausgaben, die es jetzt eigentlich noch von Beza gibt, also man muss dazu sagen, Beza, den meisten wird es ein Begriff sein. Beza war ein Schüler von Calvin und die aktuellen Bibelausgaben, die Beza noch verwenden, sind diese sogenannten Stephanus-Ausgaben. Guckt euch mal gerne dazu auch den Wikipedia-Artikel an, Stephanus-Ausgaben. Wird auch in der King James verwendet und auch in einigen protestantischen Ausgaben. Oder auch Stephanus, einige kennen ihn unter dem Begriff von Robert Estienne. Aber das sei jetzt nur am Rande. Interessant ist der Teil für mich hier. Elberfelder Übersetzung von 1905 und revidiert nach der Septuaginta. Was mir auf jeden Fall als erstes ins Auge gesprungen ist, ist das Druckbild und das Setzen der Schrift ohne wirklichen Seitenrand, was für mich das Lesen erschwert hat. Ich habe jetzt eine ganze Weile jetzt probiert, da drin zu lesen. Und wir gehen mal hier auf das Vorwort. Wir konzentrieren uns mal jetzt einfach nur auf diesen ersten Absatz, denn da geht es auch um das Alte Testament mit Elberfelder und Revision der Septuaginta. Ich lese euch das einfach mal vor. Die Bibelübersetzung des Neuen Testaments aus dem Jahre 2013 wurde mit der Elberfelder Übersetzung des Alten Testaments aus dem Jahre 1905 ergänzt.
Dieses Alte Testament wurde nach dem Text der Septuaginta revidiert. In dieser Ausgabe haben wir den Text aus Jesaja 53 im Text der Elberfelder Bibel verwendet und den Text nach der Übersetzung der Septuaginta zur Ergänzung der Schriftausgabe in den Anhang gesetzt. Wobei es hier keinen Anhang gibt, da kommen wir noch zu. Diese neue Ausgabe wurde überarbeitet und erscheint in einem neuen Schriftsatz. Die Septuaginta der Revision findet ihre Berechtigung, da die Verse im NT die Bezug auf den ersten Bund nehmen, Schriftelemente aus diesem Text aufweisen. Ja, das ist richtig. Das ist für uns auch alle nicht bekannt, wenn man sich das NT anguckt. Und die Verweise verweisen die in der Regel eigentlich immer auf die Septuaginta. Das stimmt schon. Die Übersetzung des masoretischen Textes bietet ohne Zuhilfenahme der Septuaginta keine vollständige, fundamentale Aussage in Hinsicht auf das Evangelium. Die konzentrieren sich hier auf das Kapitel 53 von Jesaja. Ihr kennt sicherlich, das ist ja diese Prophetie, die man auf Jesus ummünzen kann. Da gucken wir gleich mal rein, was da von Elberfelder ist und was da von Septuaginta. Das heißt, die haben hier im AT sich auch an bestimmten Stellen mal die Elberfelder genommen und an bestimmten Stellen sie auf Basis der Septuaginta geschrieben. Das ist, ohne es jetzt direkt zu erkennen im Text, schwierig. Wir blättern mal einfach mal so vorne rein. Und da fällt euch schon eins auf, das Schriftbild und wie dieser Text gesetzt ist. Ihr habt links und rechts keinen Seitenrand, ihr habt oben und unten keinen Seitenrand, das ist komplett vollgedruckt. Die Verse beginnen immer vorne, das hat natürlich auch seinen Charme, aber der Lesefluss ist hier für mich fast nicht möglich. Also es sieht, ich krieg's mit meinen Augen nicht erfasst, ich bin einen Blocksatz gewohnt mit Seitenrand und wenn es ein Blocksatz in der Mitte ist oder eben auch zweispaltig, wir gucken mal eben nochmal, wir haben ja eine Großausgabe der Schlachter hier. Ich finde so ein Satzbild, wo sich die Absätze abtrennen, wo ein Kapitel ordentlich zu erkennen ist, wann es beginnt. Hier, guck mal, hier mittendrin beginnt das jetzt. Erinnert mich ein bisschen an die FBÜ Ausgabe, ne, von Herrn Futterler. Ist für mich kein schönes Schriftbild. Das ist kein schöner Schriftsatz, Schriftdruck. Das ist jetzt allein die Optik. Sie gefällt mir halt nicht. Wenn wir jetzt mal in dieses, wie gesagt, den Anhang gucken, wo sie das Jesaja 53 Kapitel nochmal erklären. Das ist jetzt hier noch alles AT. Auch noch AT, Daniel, Micha, kleine Propheten. Jetzt haben wir es hier Matthäus. Also einen Anhang haben wir jetzt an der Stelle nicht vom AT. Jetzt beginnt der Teil von Textus Receptus nach Besa mit dem Kapitelbeginn. Und es endet dann auch ganz schnurstracks mit der Offenbarung. Und du hast keinen Anhang. Es gibt hier schlichtweg keinen Anhang, obwohl sie darauf verweisen. Und wenn wir jetzt in das besagte Jesaja 53 Kapitel gehen, ich finde das Schriftbild ganz fürchterlich, ich habe mal angefangen hier zu markieren, das sind die verschiedenen Bibelausgaben jetzt zwischen, ich habe mir mal die Mühe gemacht, habe verglichen, Elberfelder CSV haben wir bei, das sind die rosanen, lilafarbenen, wir haben Elberfelder 2006, das ist der goldene Part oben, der hier. Wir haben dann wieder den orangen Part von Elberfelder 1905. Den habe ich auch wieder erkannt in den Texten. Der Begriff Krankheit trifft in keinen der Fälle zu. Im Vers 4 ist das. Ich gucke mal nochmal ganz kurz. Ich hatte ein paar andere Ausgaben mir dazugelegt. Ich habe mir nämlich die Ausgaben Elberfelder 2006, Elberfelder CSV, Elberfelder 1905, Elberfelder 1985 und die Septuaginta mir mal alle nebeneinander gelegt. Und Krankheit zum Beispiel taucht im keinen Fall auf. Wir haben Leiden und Schmerzen, aber nicht Krankheit, nicht in den Ausgaben. Deswegen ist das hier grün an der Stelle. Das ist nicht ganz konsequent. Also ich finde auch die Septuaginta an den Stellen nicht. Wir haben jetzt hier verschiedene Elberfelder Ausgaben hier reingewoben in das 53er Kapitel. Aber mir ist der Sinn nicht ganz erschlossen. Ich habe es nicht gefunden. Es sind keine inhaltlichen Unterschiede. Also jetzt der
die Aussage von Jesaja 53. Warum er jetzt zwischen diesen Elberfeldern springt, ist mir hier schleierhaft. Was ich allerdings auch nicht so schön finde, es muss ja Liebhaber geben, die diese Ausgabe mögen, sonst wäre sie nicht gedruckt. Hier beginnt jetzt gleich Kapitel 54 und hier 55. Es ist kein schönes Bild, um mit der Bibel zu arbeiten. Passt jetzt zwar nicht in das Thema rein, aber wenn man sich Markierungen macht, die drucken nicht durch. Das Papier ist sehr dick. Ist ein sehr, sehr dickes Papier, wie es aus dem Drucker ihr das sicherlich kennt. Ist kein übliches dünnes Bibelpapier, sondern ist wirklich dick. Aber das Schriftbild ist wirklich nicht schön. Tut mir leid. Die Bibelmarker hier, die tun ihr Übriges. Sie drucken nicht durch, sie funktionieren. Da kann man schön drin rumschmieren. Das funktioniert. Es ist allerdings für mich keine Ausgabe, die ich jetzt euch ans Herz legen würde, wenn ich das mal so sagen darf. Die ist nicht schön gebunden. Es ist nicht schön geschrieben. Wir gucken hier mal ganz kurz nochmal rein in Johannes 5. Wo ist das? Johannes 5. Oh, ist ja wirklich schwer zu erkennen. Hier, der Part hier zum Beispiel. Denn zur rechten Zeit kam ein Engel zu dem Teich herab und er rührte das Wasser auf. Der nun zuerst nach dem Aufrühren des Wassers einstieg, wurde gesund, von welcher Krankheit er jemals befallen wurde. Wir kennen den Part. Ist in den Nestle-Aland-Ausgaben natürlich nicht enthalten, in den Textus Receptus natürlich schon. Es gibt aber auch keinen Hinweis dazu, dass der in einigen Textus Receptus-Ausgaben zum Beispiel auch nicht enthalten ist. Also die Erklärung, wann welcher Text verwendet wurde oder gibt, ist echt nicht gegeben. Grundsätzlich, dass dieser Passus da drin steht, das finde ich schon gut, weil das erklärt auch, warum so viele Leute überhaupt an dem Teich sind. Das macht die Den Inhalt des Textes erklärt das natürlich, warum sich so viele um den Teich da mal versammelt haben. Aber so ein kleiner Hinweis wäre nicht schlecht. Ja, Christianos Bibel ist laut der Webseite, dort in der Gemeinde ist es eine Pfingstlergemeinde, ist jetzt allerdings bei der Bibelausgabe, erkennt man das nie. Denn das erkennst du eigentlich erst in Auslegungen und in Kommentaren von einer Bibel. Ob es jetzt eine Pfingstlergemeinde ist oder nicht, hat nichts mit der Bibel als solches zu tun. Aber die Christianismus-Bibel, ich habe sie noch nicht ganz verstanden, was hier Sinn und Zweck eigentlich ist. Denn die verschiedenen Elberfelder-Bibeln, die hier verwendet wurden oder Übersetzungen, erschließen sich mir nicht, warum hier hin und her gesprungen wurde. Vielleicht wisst ihr es, vielleicht könnt ihr was dazu in den Kommentaren schreiben. Ich habe es nicht herausgefunden und wir machen jetzt auch gleich mal mit der nächsten Ausgabe weiter.